Leergefegte Straßen, geschlossene Restaurants, Geschäfte und bewaffnete Polizeikontrollen an öffentlichen Plätzen. Seit mittlerweile 6 Tagen hat Israel als erstes Land auf der Welt den 2. Lockdown ausgerufen. Nachdem die Corona-Zahlen in den letzten Wochen auf bis zu 6.000 Neuinfektionen pro Tag gestiegen sind, zog Ministerpräsident Netanjahu die Reißleine. Für vorerst 3 Wochen bleiben Schulen geschlossen, das öffentliche Leben pausiert und die Israelis dürfen sich maximal 1 Kilometer um ihr Zuhause bewegen. Das Gesundheitssystem in Israel scheint zusammenzubrechen. Die schwer erkrankten Patienten brauchen rund um die Uhr Betreuung. Und wenn das nicht mehr sichergestellt werden kann, wird die Zahl der Toten weiter steigen. Tausende Polizisten kontrollieren Passanten, setzen die strengen Regeln durch. Harte Maßnahmen im Kampf gegen Corona, nicht alle haben Verständnis für die Entscheidung eines 2. Lockdowns. 1,5 Milliarden Euro pro Woche sollen laut Opposition dem Land an wirtschaftlichen Schaden entstehen. Israel hat nach der ersten Corona-Welle die Maßnahmen schnell wieder gelockert. Wird ihnen das jetzt zum Verhängnis? Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.